Hallo und herzlich willkommen bei Bridge Constructor Medieval. Wir sind im Mittelalter und haben die nächste Gruppe hier kurz vor der Vollendung. Lasse mindestens 4 Feinde in die Schlucht stürzen, vernichte 6 Feinde. Okay, probieren wir es mal. Und wir bekommen eine sehr, sehr lange Brücke. Und wenn wir die Punkte dahinter sehen, müssen wir wahrscheinlich wieder irgendwie mit Seilen arbeiten. Machen wir allerdings erstmal unser normales Brückenstück hier. Das heißt, jeweils hier immer längst möglich. Dann kommen wir hier schön drüber. So, schauen wir mal, wie wir hier mit den Seilen arbeiten können. Wir machen hier einmal nach oben und benutzen für das erste Stück hier Seil. Und nach hinten abgesichert. Der Mittelteil hängt jetzt durch, das heißt, hier fangen wir wieder an, unser normales Auge zu machen, unser normales Halbauge zu machen. Das heißt, hier ein bisschen nach oben. So, dann gehen wir hier ganz nach oben. So, hier geht's nach oben. Und jetzt das Ganze hier absichern durch entsprechendes Material. Zack. Und das Ganze verstreben wir hier auch noch mit den Seilen am Rand. Ich hoffe, das hebt schon irgendwie. Schauen wir mal nach. Also, wir gehen auf die Brücke. Es wird schon rot an der Seite. Und er kommt auch noch auf die Brücke und sie bricht zusammen. Also eine sehr einfache Brücke, die das Ganze hier will. Komm, stürzt ab, danke vielmals. Ja, das war die Runde hier bei Bridge Constructor. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns. Ja, schauen wir erstmal. Ah. 3 Armeen der Orks sind geschlagen, weiter so auf dem Weg zum Sieg. Okay, das ist immer so. Immer wenn ich denke, es kommt eine Zwischensequenz, dann kommt keine und andersrum. Das ist echt schlimm. Ja, wir sehen uns morgen dann zur nächsten Runde. Das wird dann wieder, warte mal, das ist eine, keine Brücke, Dachkonstruktion, sondern das ist einfach nur durchkommen. Ja, das schauen wir uns dann morgen an. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao, ciao.